In der Reihe der platonischen Körper, der geometrischen Körper mit der größtmöglichen Symmetrie, hat jetzt nur noch der Würfel gefehlt und der ist heute dran. Wir bauen ihn vierfarbig zusammen und auch einfarbig als ein Würfel mit Durchblick. Von innen und außen sieht er gleichermaßen gut und sauber aus. Man kann das jetzt unter der Kamera schlecht sehen. Ich räume erstmal das Zeug weg und dann falten wir ein paar Module. Vorab zu den Formaten. Ich habe drei gute Formate rausgefunden, wo es sehr gut funktioniert. Das ist einmal das Maß, was ich auch schon für den Dodekaeder der Stern, für die Sternkugel genommen habe. Das war dieser festere Karton. Karton ist sowieso für den Anfang auf jeden Fall besser und sinnvoller als das Tonpapier zum Beispiel. Das wird in der Größe ziemlich wackelig. Und auch das Kopierpapier, das farbige, das ist eine wackelige Angelegenheit. Es macht nicht viel Spaß damit. Außerdem, was soll man hinterher damit anfangen? Also das war gut. Das nehmen wir gleich zum Ausprobieren. Dann hatte ich hier Visitenkarten. Das ist das Format. Ich hoffe, man kann es lesen. Und mein liebstes Format ist das hier, die Visitenkarte, die auch die Grundlage war für das Trinity-Modul, was mich darauf da gebracht hat. Das sind die Maße dafür. Festes Material auf jeden Fall besser. So, jetzt kann ich das mal weglegen. Und es geht los. Die nehme ich jetzt nur zur Demonstration, nicht zum Zusammenbauen, um es zu zeigen. Also wieder mal ein Trinity-Modul angefangen, wie normal. Das ist ja nun hinlänglich bekannt, aber jetzt wird es schon anders. Jetzt wird es nämlich andersrum geknickt und damit ist es erste Mal soweit fertig. Ich mache gerade noch zwei andere, die ich gleich zur Demonstration auch brauche. Ich muss nämlich vorab noch etwas zeigen, weil es gibt eine Stelle, die man unter der Kamera garantiert nicht richtig zeigen kann. Und das ist das Verschließen von dem letzten Modul, weil das von innen gemacht wird. Von daher ist es auch gut, nicht so kleine Dinger zu nehmen, weil man da nicht mehr mit umgehen kann dann. Also nach innen falten, ganz wichtig. Die gute Seite des Papiers, das sieht man bei den Visitenkarten gleich noch besser, die muss oben drauf liegen und man sieht dann wirklich nur eine Seite. Also auch nach innen falten. Wenn die beisammen sind, alle, dann auf jeden Fall nochmal zusammennehmen und hier schön flach drücken. Und das hier, das gibt dann unsere Ecken später. In dem Fall natürlich so rum. Deshalb ist dieser Falz ganz besonders wichtig. So, jetzt müssen wir eine Schere haben. Ich hole mal gerade eine. Und das kann ich jetzt im Moment auch hier ganz gut machen. Und zwar muss ich das Papier einschneiden bis ungefähr zu dieser Kante. Dann ist man auf der sicheren Seite. Also gerade als wenn man sich hier einen rechten Winkel vorstellt, was zu dieser Spitze hingeht. So, auf beiden Seiten. Denn an den Stellen müssen die Module dann eingehakt werden. Am bequemsten ist das, wenn man gerade bei kleineren die Module an der geraden Kante hält. Dann kann man mit einem Griff hier das schön schneiden. So, dann anschließend kann ich gerade noch diese Module an der Spitzenseite anfassen. Dann hier nach innen klappen, also die Spitzen von den Modulen.
Das kann ich natürlich auch hinlegen. Wenn ich es wieder an der geraden Seite halte, dann kann ich es wenden und habe dann immer das richtige, die richtige Seite vor mir. So denke ich mir das. So, jetzt zeige ich mal, wieso das Ganze so wichtig ist. Die Module werden nachher so zusammengesetzt, das war natürlich jetzt falsch rum, dass die so hier eingehakt werden. Und das gibt jetzt zum Beispiel vom Boden eine Seite, eine Ecke, da kommt dann wieder ein anderes Modul dran. Und das nächste Modul wird dann von der anderen Seite eingehängt, nämlich hier. Ich schiebe das dann später von dieser Seite rein. Und das überlappt sich hier ein wenig, aber das ist auch gut so, weil das Ganze nämlich dadurch auch festen Halt gibt. Deshalb müssen die Module hier eingeschnitten sein, damit, ich zeige, mache das mal auf, dass die so ineinander greifen können. Also so, so weit. Und wenn man dann noch etwas weiter ausgeschnitten hat, ist es nicht tragisch. Das stört nicht hinterher, aber zu wenig wird halt nicht passen. So, und dann kommt das wieder drauf und das wäre jetzt die nächste Ecke, die dann beim Würfel nach oben gehen würde. Beim Verschließen, vielleicht kann ich das hier auch schon mal vorab zeigen, ist es so, dass hinterher das letzte Teil, das kann nur runtergeschoben werden, dass das hier drüber liegt. Das liegt dann also nicht, kann nicht mehr eingehakt werden. Das liegt dann offen hier so drüber und dann muss man, ich nehme das mal so, wie ich nachher das auch mache zum Einhaken, dann muss man hier vorsichtig das in der Mitte ein bisschen flach machen, sodass hier die Ecke verschwindet und es rauszuziehen ist. Und dann muss man das hier rausziehen, die Ecke hängt ja schon fest, bis hier man es hinter die Kante schieben kann. So rein hinter die Kante schieben kann und wahrscheinlich kann man es dann nicht einhaken, da muss man das Ganze ein bisschen auseinanderziehen und dann wieder zusammenschieben. Ja, also das ist der Vorgang. Ich drehe es jetzt nochmal gerade rum. Ich weiß nicht, was ich machen kann, um die... Ja, ich drehe es jetzt nochmal gerade rum. Das ist jetzt also wichtig, weil ich das hinterher wahrscheinlich nicht zeigen kann. Also wenn jetzt das letzte Modul hier reingeschoben wird von oben wird es dann hier runtergeschoben. Dann liegt das hier drauf, obwohl es hier in diese Lasche reingehören würde. Nur an die komme ich dann nicht mehr dran von außen. Ja, ich muss dann, also so komme ich dann nicht mehr dran. Ich muss dann nachher das Ganze ein bisschen aufbiegen an der Stelle, so dass ich das hier rausziehen kann. So weit, dass ich hier hinterkomme. Und damit ich es dann einhaken kann, muss ich das in die Länge auch ein bisschen auseinanderziehen, so dass ich nachher dann das wirklich zusammenschieben kann, dass es einrastet. Dann ist erst der optimale Halt gewährleistet. Bei Karton natürlich, es kommt nicht drauf an, zum Aussehen von außen ist es schon stabil genug, aber eben, das sind die Feinheiten, ist es schön, wenn es dann auch wirklich eingehakt ist. Aber jetzt fangen wir an. Das war jetzt nur Information vorab. Ich habe einen Teil der Module, die wir jetzt brauchen, erstmal schon vorbereitet. Und drei falte ich jetzt nochmal. Also die gute Seite oben auf, die außen erscheinen soll. Bei Karton ist das ja immer etwas schwieriger. Da ist auch ganz gut, wenn man am Mittelfalz etwas frei lässt, also nicht ganz bis zur Kante faltet, sondern noch einen kleinen Rand übrig lässt, weil wir das Ganze nach innen klappen müssen und bei dickerem Material könnte man sonst Schwierigkeiten bekommen. Jetzt bin ich mal eine Weile ruhig. Zwölf Module braucht man, für jede Kante des Würfels eine. Und wenn man es farbig macht, dann vier Farben, jeweils drei Module.
So, jetzt ganz wichtig, umklappen. Bei 12 kann man das ja zeigen. Das kostet nicht so viel Zeit. Da war es jetzt etwas eng, das merkt man gleich. Aber für unseren Fall wird es jetzt ausreichen. So, und jetzt nochmal die Module alle zusammennehmen. Bei 12 sollte man das ja schaffen in einem Arbeitsgang, dass man die dann entsprechend noch gut falzt. Vergessen. Kommt vor. So, das ist jetzt schon ein bisschen dick, aber nachher geht es besser. Ich zeige dann gleich noch das mit dem bunten. Nur da habe ich die Module fertig, dann nehmen wir den fertigen Würfel auseinander und bauen ihn nochmal zusammen. So, jetzt fest zusammendrücken. Das sollte dann reichen. Wenn ich die jetzt so vor mich hinlege, mit der geraden Kante nach oben, dann habe ich die Ecken vor mir, die ich abschneiden muss. Und da kann ich mich ja bei dem dicken Material gut nach der Kante hier vom Karton richten. Wenn man davon was vergisst, dann muss man nachher es nachträglich machen. Ich verwende zur Montage diese Papierklemmen. Ich habe es bisher nicht ohne Klemmen versucht, aber es ist auch nicht nötig. Es ist mit den Klemmen viel geruhsamer und ja, es stört mich nicht. Gut ist, wenn man so ein System hat. Wenn man öfter Sachen macht, dass die mal in derselben Richtung liegen, dann kann man sich besser orientieren. Ist bei mir nicht immer so, aber ich versuche da dann besser zu werden. So, das ist passiert. Jetzt kann man gerade hier an der schmalen Ecke anfassen. Die breite Ecke ist ja schon eingeschnitten. Und das Einklappen. Und auch hier geht das ruckzuck, wenn ich das richtig drehe. Auch deshalb ist das schon eine feine Sache, wenn man etwas stärkeres Material hat. Tonpapier hat mir nicht gefallen. Dann nützt es auch nichts, wenn man den Würfel kleiner macht, weil man dann nicht mehr durch die Löcher greifen kann und das Zusammenbauen dann mühsamer ist es. Ich versuche es natürlich schon, genauso wie ich das mit dem Dodekaederstern, mit der Kugel, mit ganz kleinen Modulen gemacht habe. Das reizt mich, aber im Moment finde ich es unpraktisch. So, das sind meine Module. Jetzt kann es losgehen. Ich nehme ein Ding, ich mache jetzt als erstes den Boden. Und es ist auch gut, wenn das auf dem Boden liegen bleibt, dass nichts auseinanderfällt. Dann kommt die als nächstes, die nächste Ecke für den Boden dran. Ich hole nochmal das Modell hier dazu. Also, fangen jetzt gerade unten an und das muss jetzt hier drunter. Das kann man natürlich auch anders reinschieben, das ist klar. Und als nächstes kommt hier sofort das reingeschoben, was dann nach oben gehen soll. Also von hier aus reinschieben, durch das Eingeschnittene passt das jetzt auch ganz gut. Und wenn es am Fleck ist,
Dann fixiere ich das mit einer Klammer. Vier Stück brauche ich. Dann habe ich keinen Stress. Einfach ein bisschen feststecken. So, bei der nächsten Seite ist wieder dasselbe. Erstmal das hier reinhängen. Und dann, jetzt muss ich es doch mal hochnehmen, hier oben in das Senkrechte auch reinmachen. Und dann kann ich die Ecke zuklappen. Und diese Ecke kann ich dann auch gleich fixieren hier an der Seite. Sollte klar sein. Dann muss ich hier wieder ein Modul einhängen für die nächste Kante. Ich gehe jetzt von der Seite hier rein. Und das passt jetzt auch ganz gut. Jetzt nehme ich das nächste Modul für den Boden. Ja, das Zeigen ist jetzt ein bisschen komplizierter. Bei dem farbigen wird es vielleicht deutlicher. Das kann ich jetzt nämlich nicht so gut halten. Also wieder die Ecke für den Boden. Die wird ganz reingeschoben erstmal. Und dann hier im Eck kommt das wieder dahinter. Ich hoffe, man kann es sehen. Es ist so, dass die rechtwinkligen Ecken von den Modulen dann auch wirklich die Ecken bilden. Und dann kann ich es wieder zuklappen und hier wieder fixieren. Jetzt bin ich schon mit dem Boden fast fertig. Jetzt muss ich das hier reinhaken. Durch die Klammern kann man das jetzt natürlich auch relativ gut noch machen. Moment, das muss drüber. So. Ich kann es hier auch aufmachen und hier reinschieben bis zur Ecke. Da stößt also immer eine Papierecke zur nächsten rechtwinkligen Papierecke. Daran kann man sich auch merken, dass das ein richtig rechter Winkel ist. So, jetzt schieben wir noch das noch dahinter, bevor wir es zuklappen. Da kann man hier vorne ein bisschen in die Ecke reingehen und es reinschieben, bis es am richtigen Fleck ist. Dann kann ich wieder das Ganze drehen und diese Ecke hinter die andere schieben. Wenn das passiert ist, kann ich auch oben wieder zuklappen. Und auch das kann ich dann fixieren. So ist jetzt es drin mit meiner Klammer. Gerade hier so in dem Winkel. An der Stelle fehlt jetzt nur noch das Modul, was nach oben geht. Das kann ich hier drunter schieben. Oder ich kann die eine Klammer leicht lösen oder ganz wegnehmen. So, das ist jetzt schon reingeschoben. Auch das wird hier hintergesetzt. Wenn man es einmal gemacht hat, dann geht das wie von selbst und dann hier zugeklappt. Ich muss gucken, sieht man das? Ja, dann kann ich meine Klammer von da wegnehmen und auch hier an die Seite machen. So, jetzt habe ich also alle vier Ecken zusammen. Dann sieht das so aus. Unten ist es schon richtig fertig, automatisch so geschachtelt, weil wir es nicht anders zusammensetzen können. Da kann man sich also nicht vertun. Jetzt fehlen die vier oberen Module noch für den Deckel und dafür lege ich das dann auf die Seite, so dass ich wieder praktisch so tue, als wenn das jetzt der Boden wäre, wo ich dann als erstes von der Seite wieder das Modul einschiebe. Wenn es klappt, jawohl, so, bis das wieder am Platz ist. Dann muss ich hier das einhängen. Von daher, die Klammern sind schon nicht unpraktisch. Und das ist es für die Seite. Dann drehe ich das Ganze ein Stückle weiter. Nehme wirklich wieder das Modul, was für die andere Kante ist. Schiebe das jetzt erstmal rein. Da, wo die Sachen eingeschnitten sind, ist das. Ist manchmal jetzt ein bisschen eng, aber das soll es ja auch sein, damit es gut hält. Dann kommt als erstes, da habe ich jetzt eins ausgelassen. Ich glaube, ich habe eins ausgelassen.
Jetzt kommt es hier reingeschoben, da oben. Und dann kann ich das erstmal so lassen. Möglicherweise habe ich gerade eins ausgelassen, aber es wird auch so funktionieren. Das nächste wieder einschieben hier. Aber jetzt komme ich mit der Kamera an die Grenzen, dass man nicht mehr viel erkennen kann. Man sieht es von außen besser. Das kommt dann auch wieder hier rein. So. Dann wird als erstes diese Ecke reingesetzt. Und als nächstes, weil das kann ich ja aufklappen, das dahinter gelegt. Bei dem farbigen wird man es wahrscheinlich besser erkennen können. Und dann kann ich es zuklappen. Und so geht es dann weiter. Hier ist es noch nicht drin. Das passt auch schon so. Das andere ist drin. Jetzt fehlt uns hier noch eine Ecke. Die habe ich wahrscheinlich eben vergessen, aber egal. Es ist immer dasselbe, wenn man es einmal gemacht hat. Sitzt es. Reinschieben. Von der Seite aus sieht man es jetzt besser. So, was muss ich reinsetzen? Das hier muss ich umklappen. Das muss erst einmal dahinter. So. Dann kann ich das umklappen. Was fehlt noch? Das hintere muss ich vorholen. Das hätte ich bald vergessen. Das muss ja hier dahinter. Hinter diese Ecke. So. Und jetzt kann ich es mal zeigen. Ich kann auch genauso gut diese Ecke aufklappen. Dann habe ich beide kleinen Eckchen vor mir. Und dann kann ich in Ruhe das ineinander haken, wenn es von selbst sich nicht tut. Und hinterher, so zwischendurch jetzt, wenn man beim Verschließen ist, kann man auch ruhig von den Klammern was abmachen. Es kann sein, dass wenn es nicht richtig passt irgendwo, dass es an den Klammern liegt. So, jetzt sieht man hier. Sieht man es? Weiß ich nicht. Ob es hier einhakt. Ja, jetzt ist es, glaube ich, passiert. Das wird zugeklappt. Und jetzt bin ich soweit fertig. Ich mache die letzte Klammer auch noch raus. So. Und dieses Eck, das biege ich so ein bisschen rum, dass es gerade dahinter rutscht. Und jetzt kommt die Sache, von der ich eben gesprochen habe. So, ich will mal versuchen, das zu zeigen. Wo ist jetzt meine Stelle, die ich machen muss? Da ist noch eine lockere Stelle. Kann man es sehen? Ja, da im Moment kann man es sehen. Ich mache etwas langsamer. Da kann man es sehen. Die muss jetzt also hier noch hinter diese Kante. Jetzt mache ich das hier etwas. Oh, jetzt muss ich wirklich auf die Kamera achten. Ich gehe ein bisschen tiefer. Jetzt ziehe ich das hier ein bisschen flacher in der Ecke. Und ganz vorsichtig bis zu der Kante hier, wo es dahinter greifen kann. Meistens passiert dann sowas wie jetzt gerade, dass dann auch diese Ecke hier aufgeht. Aber das ist ja nicht tragisch. So, jetzt sieht man aber, ich probiere es nochmal zu zeigen. Ja, jetzt sieht man, ja, es ist schwierig zu zeigen. Jetzt ist es hier an dieser Stelle dahinter. Ja. Ich mache es nochmal das Licht anders. So haben wir es, glaube ich. Ja, diese Ecke ist jetzt inzwischen hier dahinter. Und jetzt kann ich das ein bisschen reinrutschen lassen, muss dann allerdings es ein bisschen nach oben machen. Und jetzt kann es mit dem unteren sich verhaken. So. Und jetzt sieht es an der Stelle auch aus wie bei der anderen Geschichte. Damit ist dieser Würfel fertig. Ich kann ihn noch ein bisschen drücken, aber da tut sich nichts mehr. Mit dem kann man jetzt gut würfeln. Jetzt machen wir das Ganze nochmal in Farbe. Jetzt sollte ich das Messer haben. Da ist es. Und das auseinandernehmen. Und zum Auseinandernehmen muss ich jetzt genau dasselbe machen. Ich muss jetzt an der Stelle, ja, jetzt kann man sehen hier unten, wo gelb und grün diese Ecken gegeneinander kommen, muss ich erstmal das ein bisschen auseinanderziehen, weil die ja ineinander verhakt sind.
Und dann kann ich seitlich, das kann man dann jetzt nicht mehr sehen, seitlich kann ich dann das, ja, es ist verrückt, seitlich kann ich das dann rausziehen. So, jetzt haben wir es. Und wenn eins mal gemacht ist, dann geht das dann von selbst, der Rest fällt dann ziemlich schnell auseinander. So bei den farbigen, vielleicht kann man es dann noch einmal besser sehen. So, ich fange einfach an einer Stelle an. Das ist meine Ecke. Da kommt vom Boden, da kommt das dann rein. Dann nehme ich natürlich jetzt eine andere Farbe. Mal schiebe die dahinter, da habe ich noch kein richtig festes System gefunden. So, dass das so passt. Klemm das fest. Gehe um die Ecke rum. Gelb und Grün habe ich schon. Nehme ich mal Blau jetzt. Kommt ja nicht drauf an. War das jetzt richtig? Ja, das war richtig. Erst unten einhaken und dann oben hinter die Ecke schieben und die Ecke umklappen. Dann habe ich eine Ecke hier fertig. Festklammern. Nächste Ecke. Jetzt habe ich keine Chance. Jetzt muss Orange noch dazu. Den rechten Winkel immer in die Ecken rein, kann man sich eigentlich ja ganz gut merken. Nein, ich muss zuerst hier das zweite reinmachen. Dann nehme ich das, was gegenüber ist, dann bin ich auf der sicheren Seite. Ich muss ja erst diese Ecke komplettieren, später kann ich ja nicht mehr so gut rein. So, und jetzt nochmal das Orange. Ich würde es also beim Montieren dann, wenn ich selbst mache, auf dem Boden lassen. Stehen lassen, damit nichts auseinanderrutscht. Aber zum Zeigen ist das so günstiger. Festklammern. Als erstes das hier rein. Und dann, welche Farbe nehme ich dann dafür? Nehme ich das Grün. Das Grün ist gegenüber. Scheint mir eine gute Wahl zu sein. Schieb das hier dahinter. Es geht da drüber, also passt es. Das kommt dann wieder hier rein und zuklappen. Nächste Klammer dran. So, jetzt muss ich erst wieder da eins reinschieben. Was fehlt mir hier? Orange. Orange habe ich da schon. Blau ist gegenüber. Also nehme ich Blau. Schieb das hier rein, dass das hier oben dahinter kommt. So, von außen sieht es dann so aus. Manchmal muss man ein bisschen hin und her, weil es ja doch stabiler ist. So, dann muss ich hier das natürlich auch reinsetzen in die Ecke. Zuklappen, nochmal zuklappen, fertig. Die Klammer, die ich da habe, kann ich gerade rübersetzen. So, da habe ich es nicht im richtigen Winkel. So, jetzt passt es. Also, bis jetzt tadellos. Jetzt kommt der Deckel. Ich drehe es mir zur Seite. Dann habe ich dieselbe Baustelle, wie ich sie vorher hatte. Was fehlt mir hier? Das Gelb. Hol mir das Gelb. Schieb das hier von der Seite rein. Kann man es sehen? Ja. Schieb das dahinter, bis es hier passt. Klapp mir das auf. Klapp es zu. Und das ist erstmal alles, was ich hier tun kann. Als nächstes Orange. Schieb das Orange hier drunter, sodass das dann hier reinpasst. Geht wieder übereinander. Prima. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich das hier oben auch reinkriege. Das kann sein, dass ich die
Arbeitsschritte jetzt nicht in der optimalen Reihenfolge habe. Ich muss auf jeden Fall hier unten rein. Das ist klar. Und das dann anschließend mit dem Grünen verhaken. So, dann ist das auch fertig. Das geht sogar weiter ineinander, als es müsste. So, praktisch. Was kommt jetzt als nächstes? Das Blau fehlt mir hier. Das Blau schiebe ich hier auch von der Seite rein. Und gleichzeitig vielleicht, kann nicht schaden, kann ich ja das oben schon reinmachen. Aber es geht auch hinterher. So, das ziehe ich mal so ein bisschen, dass es eckig wird. Und hier fehlt mir, kann man das sehen, hier unten fehlt mir noch das Orange, was ich hier reinschieben muss. Ich ziehe das mal wieder ein bisschen raus. So, jetzt kommt das Orange rein. Und sollte, wenn das Blau am richtigen Fleck ist, sich verhaken. Wie gesagt, man kann es auch zwischendurch aufklappen. Und wenn es sich nicht richtig verhakt, kann man es immer noch mal da machen. So, und jetzt würde ich die Klammern mal rausnehmen, damit die Löcher sind ganz praktisch. Da kann man nämlich gut durchgreifen, um die Klammern rauszumachen. So, jetzt mache ich das hier zu. Was fehlt mir noch? Das Grün. Glück gehabt, oder? Berechnung. Na, ich denke, wenn man es so macht wie gerade, dann klappt das so schon. Jetzt muss ich hier noch dahinter. Das ist jetzt natürlich ein bisschen dicker. Ich kann es nicht so gut zeigen. Sieht man es? Ja. Jetzt muss ich da noch dahinter und das hier reinschieben. Jetzt sieht man es garantiert nicht mehr. So sähe das aus von außen. Und das kommt dann hier wieder nach innen. Also sieht einfacher, es ist einfacher, als es hier aussieht. Das muss ich hier wieder hin reinschieben und das jetzt da rein machen. So, das ist mir wieder rausgegangen, das Blaue. Na komm. So, das Blaue ganz rein. Und jetzt das Orangene. Passt es? Mal schauen. Irgendwas hakt. Das ist zu weit unten. Normalerweise müsste es gehen. Ich mache es nochmal auf. Guck nach. Ja, an der richtigen Stelle ist es. Die Ecke hoch. Zuklappen. Das wird sich dann gleich einrichten, schätze ich. Irgendwo habe ich es zu weit zusammengedrückt. Ah, jetzt passt es. Das kommt durch die Klammern, wenn die am Anfang drauf gemacht werden. So, und jetzt die letzte Ecke. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als die einfach umzubiegen und reinzumachen. Und jetzt werde ich die Ecke wieder von innen, da wo man es nicht erkennen kann unter der Kamera. Eben haben wir es hingekriegt. Na, ich mache es jetzt einfach mal so. Also in das Gelbe muss es rein, da muss ich das Gelbe so etwas auseinanderziehen. So lange, bis ich dann mit dem Grünen hinter diese Ecke komme. Ja, das muss man in Ruhe mal selber ausprobieren. Aber das sind die Feinheiten, das können wir am Anfang auch weglassen. So, jetzt habe ich es voreinander. Also ich konnte es gut sehen. Jetzt kann man das sehen, das Blau und das Grün. Das stößt jetzt im Moment direkt voreinander. Und das sollte eigentlich sich jetzt einhaken. Wenn es nicht tut, muss man dann noch ein bisschen drücken. So, aber ich denke, das passt. Wie gesagt, der eine Arbeitsschritt ganz zum Schluss. Den muss man dann in Ruhe mal selbst machen. Aber ich habe es ja am Anfang gezeigt, wie es geht. Also dann ist der Würfel auch fertig. Viel Spaß damit. Man kann den Würfel auch so zusammensetzen, dass nicht, so wie hier, in jeder Seite die vier Farben auftauchen, sondern dass die
Farben zusammen in einer Spitze sind. Da braucht man dann auch vier Farben. Ich zeige das mal hier gerade bei dem. Und das sieht dann so aus. Das ist meine Alternative. Ich setze den Würfel jetzt doch nochmal aus Tonpapier zusammen, in der Hoffnung, dass man das besser sehen kann, als es gestern Abend der Fall war. Das Ding ist etwas größer und ich habe jetzt besseres Licht. Erklären muss ich ja jetzt nicht mehr viel. Was fehlt mir noch? Die habe ich schon da. Das Lila fehlt mir noch. Das brauche ich für unten. Für gegenüber nehme ich die Farbe dann. Reinmachen. So. Und dann die nächste Farbe von gegenüber, die nehme ich einfach jetzt. Das ist immer eine ganz gute Wahl, wenn man sich nicht sicher ist. So. Das hier reinsetzen. Umklappen. Fertig. Ja, da habe ich eins vergessen. Nee, habe ich nicht vergessen. Die Farbe von gegenüber. Wenn ich hier nicht dran komme, mache ich das erstmal wieder los hier. So. So, meine vier Ecken sind fertig. Jetzt kommt der Deckel dran. Dazu lege ich das gerade auf die Seite, dass ich meine Baustelle wieder hier habe, wo ich gerade ein Element einsetzen muss. Welche Farbe fehlt noch? Da, 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 da. Das. Das kann ich jetzt wieder hier erstmal reinschieben. Dahinter gesetzt. Da muss es hier rein. Na komm. So. Da kann ich dann gleich weitermachen mit dem nächsten. Erst wieder unten einsetzen. Welche Farbe fehlt? Das wird passen. Sieht man das? Ja, so kann man sehen. So ist weit genug. Dann kommt das dahinter. Und das nicht vergessen. Das muss hier auch ineinander greifen.
Wenn das nicht sofort funktioniert, kann man ja hier aufklappen und nachschauen. So, jetzt kann erstmal wieder die nächste Seitenwand dran. Ja, sieht man's? Ja, man sieht's. So. Jetzt machen wir es aber zuerst. Das ist das eine. Dann das andere hier. Das hat schon Vorteile, wenn es etwas größer ist, das Ganze. Und hier etwas zusammen. Ja, funktioniert. Sogar ein bisschen weit. Okay, dann kommt jetzt die letzte Seitenwand. Sein, dass die Klammern ein bisschen stören. Ich mache sie mal raus. Da ist noch die Klammer am Rand drin. So, was fehlt? Erstmal das. Ja, muss man ein bisschen rausziehen. Okay. Erstmal das. Dann die andere Seite rein. So, drin ist es. Zum Klappen wieder. Das ist hier noch nicht richtig. Ich schaue mal gerade nach. Da war noch irgendwas, das Spannung hatte voreinander. Vielleicht war es nicht richtig eingerastet da hinten. Das kommt hier mal vor. Gerade bei dem weichen Material, da ist das schon etwas Graziler hier. Das ist drin. Das ist zu weit drin. Sieht es ein bisschen raus. So, jetzt. So passt es. So, das jetzt rein. Und jetzt ist die Frage, ob ich es jetzt besser sehen kann. Also das muss ich festmachen. Schaue ich mal auf die Kamera. Das ist die Stelle. Genau, jetzt sieht man es. Jetzt muss ich das hintere etwas flach machen. Jetzt sieht man es, glaube ich. Und das zur Seite ziehen. Das, was ich reinsetzen muss. Da bin ich. Also das ist drin und das ist auch auseinander. Hoppla. So, jetzt muss ich das nur noch ineinander schieben. So, jetzt sieht man, es ist voreinander. Genau, das war das, was ich noch zeigen wollte. Der Rest passt. Viel Erfolg. Jetzt kann man sagen, die Würfel sind gefallen.